ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir seit langem endlich mal wieder ein Eis. Und zwar gibt es heute ein Apfelstrudel-Eis. Das ist wirklich ein ganz schnelles und einfaches Rezept. Wir brauchen nur ein paar Zutaten, die hat man eigentlich immer zu Hause. Und wirklich, es ist so mega einfach. Ich hoffe, ihr seid sehr gespannt und bleibt dran. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Also wie gesagt, es ist wirklich ein ganz, ganz einfaches Rezept. Ich habe es im Cookidoo gefunden. Wir brauchen insgesamt maximal 5 Zutaten. Wenn ihr gerne Rosinen esst, 5 Zutaten. Falls ihr nicht gerne Rosinen mögt, so wie wir, lasst sie einfach weg. Dann sind sogar nur 4 Zutaten. Wir brauchen Zucker, etwas Zimt, Schmand oder Crème fraîche und natürlich tiefgefrorene Äpfel in Stücke. Und das waren schon alle Zutaten. Wirklich, die hat man meistens zu Hause. Jetzt werde ich aber mal loslegen. Und zwar müssen wir als erstes Puderzucker herstellen, indem wir Zucker pulverisieren. Und dazu habe ich mir hier schon mal 80 Gramm Zucker abgewogen. Die kommen in den Mixtopf und werden pulverisiert. Ich habe mir dafür schon ein Blatt von meiner Küchenrolle abgerissen und werde dieses Blatt hier dazwischen klemmen. So, und wir pulverisieren jetzt den Zucker 8 Sekunden auf Stufe 10. So, danach entferne ich mein Blatt Küchenrolle. Ich zeige euch gerade mal, wie schön der Puderzucker aussieht. Anschließend gebe ich 500 Gramm gefrorene Apfelstücke dazu. Also ich habe meine Äpfel vorher gut abgewaschen, sie entkernt und in Stücke geschnitten. Ja, müssen nicht zu klein sein. Ich zeige euch gerade mal so ungefähr. Nicht kleiner. Die habe ich über Nacht gut durchfrieren lassen und jetzt gerade rausgeholt und nochmal so etwas aufgeklopft, aufgeschüttelt, weil manche Apfelstücke aneinander geklebt waren und festgefroren sind, dass es keine so ganz großen Klumpen sind, sondern wirklich die einzelnen Apfelstücke. Und die kommen jetzt zum Puderzucker dazu, sowie 200 Gramm Crème fraîche oder auch Schmand. Und einen halben bis einen Teelöffel Zimt. Da könnt ihr entscheiden, esst ihr gerne Zimt, mögt ihr es gerne zimtig, dann macht einen Teelöffel rein. Oder wenn ihr es nicht so mögt, sondern nur als so kleines Aroma, dann könnt ihr weniger reingeben. Bei mir kommt schon ein Teelöffel rein. Ich liebe Zimt. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr wie einen Teelöffel reingegeben. Wer mag, kann natürlich auch noch ein paar Rosinen jetzt mit dazugeben, aber die mögen wir nicht, deswegen lasse ich sie einfach weg. Und jetzt wird das Ganze nur noch schön cremig gerührt, und zwar 15 Sekunden auf der Stufe 10. So, bei mir ist es jetzt noch nicht ganz cremig, ich zeige euch das mal. Es hat noch richtige Stücke hier drin, deswegen schiebe ich alles nochmal gut runter. Bei mir hat es sich auch so ein bisschen nach oben gedrückt. Falls es bei euch auch so ist, dann einfach nochmal mit dem Spatel runterschieben. Und ich werde jetzt nochmal auf Stufe 9 bis 10 hochdrehen und schauen, wann es schön cremig ist. Ich sage euch dann gleich, wie lange es bei mir gedauert hat. Ich habe nochmal 8 Sekunden nachrühren müssen. Und jetzt sind alle Apfelstückchen verschwunden. Schaut mal, wie toll das aussieht. Ja, wie kann ich es am besten halten, dass ihr das sehen könnt? So schön cremig ist das Apfelstrudeleis. Kann sofort serviert werden und es ist wie gesagt ein ganz tolles Rezept. Wenn die Gäste da sind, könntet ihr noch schnell den Nachtisch zaubern. Das dauert wirklich keine Minute. Ich bin total begeistert. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Ich werde gleich probieren. Ich muss erst wieder meine Schienen rausnehmen. Ihr wisst es ja vielleicht noch, ich habe ja solche durchsichtigen Kunststoffschienen, weil ich meine Zahnfehlstellung korrigiere. Deswegen probiere ich in letzter Zeit nur noch ganz selten
oder ich muss eben kurz die Schienen rausmachen. Das aber nur so am Rande. Ja, meine Lieben, ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Ich werde jetzt das Eis noch schön anrichten und euch ein schönes Foto schießen. Und dann hoffe ich sehr, ihr probiert es aus, euch schmeckt es. Lasst mir bitte gern Feedback da. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Tschüss!